Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Hogwarts Legacy. Verdammt, wie wollte das das Spiel nicht in den Sinn kommen? Okay. Gut, als erstes einmal müssen wir hier Reparo hier reinpacken. Ich glaube nicht, dass wir Türe finden. Aber ja. So. Ich muss meinen Standpunkt belegen. Wir müssen die dunklen Künste nicht so verwenden, wie sie meine Familie lehrt. Sobald ich das Skriptorium erreicht habe, werde ich Beweise dafür finden, dass Salazar Slytherin vielschichtiger war, als wir uns vorstellen können. Ich habe meinem Bruder geschrieben. Er weiß jetzt, wo ich in den Korridoreingang gelangt bin. Er weiß jetzt, wie ich in den Korridoreingang gelangt bin und dass es keinen direkten Weg in das Skriptorium gibt. Es ist ein Irrgarten voller gefährlicher Herausforderungen, die überwunden werden müssen. Ich hoffe, mein Bruder schließt sich mir an, sodass wir das Vermächtnis unserer Ahnen gemeinsam studieren können. Noctua Gaunt. Ein Tagebucheintrag von Noctua Gaunt. Gaunt? Ominous, deine Familie war hier. Ich weiß, sie war meine Tante. Du wusstest es und hast nichts gesagt? Ominous, hier steht etwas von großen Herausforderungen. Deshalb sagte ich, es könnte gefährlich sein. Tante Noctua hatte Kontakt zu meinem Vater, bis sie verschwand. So, als erstes einmal. Der Schutt formt ein Relief mit einem Menschen und einer Schlange. Lumos! Dann höre ich wohl ihre Stimme. Wir müssen jetzt mit Ominous reden. Rebellion. Lumos. Okay. Die Stimme ist uralt. Unheimlich. Gut, dann reden wir mit ihm. Du hörst eine Stimme? Es fing an, als du das Relief repariert hast. Ein Flüstern, das sagte, sprich mit mir. Ich bin ein Parsemund. Das heißt, ich kann mit Schlangen reden. Nahezu jeder bekannte Parsemund stammt von Salazar Slytherin ab. Ich würde auch gerne mit Schlangen reden können. Diesen Wunsch solltest du überdenken. Die Parse-Sprache wird oft mit schwarzen Magiern assoziiert. Ich habe sie ewig nicht gesprochen, aber ich denke, wenn ich es tue, wird sich die Tür öffnen. Ich hoffe, du überdenkst das noch einmal. Ich überdenke das sehr viel. Ich überdenke das sehr viel? Was ist? Glaub mir, das tue ich die ganze Zeit. Doch ich bin überzeugt davon, dass wir weitermachen sollten. Als ich von zu Hause wegging, schwor ich, die dunklen Künste hinter mir zu lassen. Doch hier bin ich nun. Vorsicht! Okay. Ich kann nicht glauben, dass ich das tue. Lumos! Es hat geklappt! Ominous, das ist wirklich eine herausragende Fähigkeit! Neben euch beiden fühle ich mich ja richtig unscheinbar. Neben uns beiden? Ich vergiss es. Okay. Kunde den Bereich hier jenseits der Schlange. Es gibt keinen eindeutigen Weg. Wie in einem Labyrinth. Salazar Slytherin wollte bestimmt, dass es schwer lösbar ist. Die Tür, aus der wir kamen, ist zu. Und vor uns liegt mehr als ein Tor. Untersuche jedes Tor genau auf Hinweise. Ja. Incendio! Slytherin Schloss. Lumos. Also, wir haben hier ein Tor. Wir haben Rebellion. So. Lumos. So, sehr schön. Noch ein Schloss. Ah, was ist das? Ah, Nachricht von Noctua Gaunt. Salazar Slytherin hatte sein Skriptorium tief im Inneren von Hogwarts verborgen. Ich fürchte, auf diesen dunklen Korridoren die Orientierung zu verlieren. Ich bin seine Nachfahrin und fühle mich doch wie ein Fremdkörper. Die Kohlebecken im Korridor zu entzünden hilft wenigstens ein wenig.
Ich darf die Hoffnung nicht aufgeben. Herausforderung für Herausforderung werde ich es hier hindurch schaffen. Noctua Gaunt. Dieser Tagebucheintrag spricht von Verirren und sich unwillkommen fühlen. Oh, arme Tante Noctua. Ja, als erstes einmal. Das verlangt Konzentration. Das hat Tante Noctua auch gesagt. Vielleicht braucht es Übung. Das klang nicht gut. Salazar Slytherin hat es uns nicht leicht gemacht. Okay. Lumos! Stier. Hier sehen wir was. Stier. So, Mond und Schlange. Noch ein Tor. Slytherin trägt wohl gerne Spielchen. Muss in der Familie liegen. Du musst gerade reden, Sebastian. Mit den richtigen Symbolen geht es auf. Das hatte ich auch gerade vor, aber du warst schneller. Gute Arbeit. Ja. Gut, hier haben wir Schwein und Pro-7-Zeichen. Vielversprechend. Ja. Noch ein Rad gelöst. Beeindruckend. Gut gemacht. So, der eine geht nach oben, der andere geht hier unten. Okay. Ah, vier. Es gibt noch mehr Rätsel. Durchsucht jeden Gang. Seht genau nach, welcher wohin führt. Ja, bin gerade dabei. Das heißt, der 3 muss hier oben sein. So, wo haben wir hier? Conprigo! Lumos! So. Ah. Hier, 3. Ich bin an dem Rad gescheitert. Und das hat mich in mein Gesicht geschnappt. Moment, ich bin an dem Rad gescheitert und es hat nach meinem Gesicht geschnappt. Als wäre es eine echte Schlange. Aber um meine Familie willen muss ich dennoch einen Weg finden. Moment. Ich habe mich in meinem Urlaub verkältet oder erkältet. Und deshalb muss ich ab und zu husten. Wir dürfen nicht länger von Kindern verlangen, sich diesen alten Traditionen unterzuordnen. Ich bin mir sicher, dass es im Skriptorium Beweise dafür gibt, dass unser Vermächtnis größer ist, als wir wissen, Nocturna. Ominous, deine Tante wollte eure Familientraditionen ändern. Ja, genau. Deshalb hatte ich sie von allen am liebsten. Okay. Lumos! Ich nehme an... Hier... Oh! Ah, verstehe, das hier. Irgendeine Ente und das Adidas-Zeichen. Noch eins? Nicht gerade gastfreundlich, was? Ja. Gute Arbeit. Wir sind dem Skriptorium einen Schritt näher. Dachte es gut da auf. Lumos! Gut. Bis jetzt eigentlich ganz einfach. Ich habe mich nur einmal beißen lassen, weil ich
Ich habe da vorne was gesehen. Sieht unheimlich aus. Dieser Ort ist beunruhigend. Aber meiner Tante zuliebe müssen wir weitermachen. Ja. Hier, Nachricht 5. 4 von 5. Es ist ganz außergewöhnlich. Diese Reise ist sehr schmerzlich. Schmerzlich. Aber es lohnt sich. Bald werde ich das Skriptorium finden und nie geahnte Geheimnisse über unsere Hausgründer entdecken. Salazar Slytherin hatte für uns so größere Pläne als das, was aus uns geworden ist. Ich bin mir sicher. Noctua erwähnt schmerzhafte Herausforderungen, aber auch Belohnungen. Schmerzhaft. Der Teil gefällt mir nicht. Ich habe nur Belohnungen gehört. Los, weiter. Contringo! Okay. Das Tor! Wir sind wohl eingesperrt. Mal wieder. Oh, dann ist Salazar Slytherin noch nicht fertig mit uns. Nachricht von Nocturna Gaunt. Und ein Skelett. Super. Okay, ein 3. Ich habe alle Hoffnung verloren. Ich bin eingeschlossen. Ein 3 und der Anblick gemarterter Gesichter haben mir das Blut in den Venen gefrieren lassen. Nur ein unverzeihlicher Fluch würde es mir erlauben, voranzukommen. Selbst wenn ich ihn wirken wollen würde, hätte ich keine geeignete Opfer bei mir. Salazar Slytherin hat eine wahrhaft teuflische Prüfung erdacht. In meiner letzten Nachricht an meinen Bruder habe ich ihn hierher eingeladen. Sucht er jetzt allein nach mir? Führt ihn das nur ebenfalls in den Tod? Trotz unserer Streitigkeiten will ich nicht, dass ihm etwas zustoßt. Ich wünschte, mir wäre nicht im Streit auseinandergegangen. Noctona Gaunt. Ominous. Ein Skelett. Und Noctuas letzter Eintrag. Sie erwähnt, dass sie hier gefangen war. Gefangen von einem unverzeihlichen Fluch. Hier ist sie gestorben. Und hier werden wir auch sterben. Ich hätte nicht auf euch hören sollen. Ominous, das mit deiner Tante tut mir sehr leid. Aber ich weiß, was zu tun ist. Das wird gar nicht einfach. Okay, wir sollen mit Sebastian reden. Meine Vermutung ist, da wir Crucius lernen, dass wir Crucius auf jemanden anwenden müssen. Du meintest, du weißt, was zu tun ist. Gequälte Gesichter auf der Tür und in den Stein ist Crucio eingraviert. Ich vermute, die Tür öffnet sich, wenn wir den Cruciatusfluch wirken. Deshalb ist Noctua gestorben. Sie konnte den Fluch auf niemanden wirken. Ominous hat die meiste Erfahrung damit. Er sollte es tun. Du scheinst in Ominous Gunst zu stehen. Kannst du ihn fragen? Frag du ihn lieber, ich frage ihn, ja. Ich rede mit ihm. Auf dich scheint er ja nicht gut zu sprechen zu sein. Gut. Tu, was nur du tun kannst. Aber warum? Hätten wir doch nur flüssiges Glück. Das hätte alles nicht sein müssen. Lumos! Okay. Und wo zum Geier sieht der Crucius? Auf Steinen steht Crucius eingeritzt. Welcher Stein? Ich sehe hier nichts. Ja? Nein. So, Ominous. Ominous. Ich dachte nicht, dass wir in so einer Zwickmühle landen würden. Salazar Slytherin schon. Er ist für viele unvorstellbare Dinge verantwortlich. Ich habe dich und Sebastian gehört. Ich werde es nicht tun. Der Cruciatusfluch ist pure Folter. Das weiß ich. Sebastian hat mir erzählt, was dir als Kind passiert ist. Klingt, als hättest du keine Wahl gehabt. Ich hätte wissen müssen, dass er es dir sagt. Und man hat immer eine Wahl. Ich bin so schuldig wie der Rest meiner Familie. Unverzeihliche Flüche funktionieren nur, wenn man es wirklich will.
Ich wollte diesen Schmerz zufügen und das werde ich mir niemals verzeihen können. Seinetwegen habe ich keine Familie mehr. Du und Sebastian werdet eine andere Lösung finden müssen. Wenn du Crucio wirkst, wirst du es ewig bereuen. Okay. Verdammt. Was machen wir jetzt? Omenis will den Cruciatus-Fluch nicht nochmal wirken. Lächerlich. Als wäre hier zu verenden besser, als diesen elenden Zauber zu wirken. Jetzt kommt es auf uns an. Ich kann dir Crucio beibringen oder es gegen dich wirken. Warte. Du hast nicht erwähnt, dass du auch Crucio beherrschst. Weil ich mir nicht ganz sicher bin. Omenis kennt ihn am besten, aber er lässt uns keine Wahl. Ich will nicht wie Noctor Gaunt enden. Ich glaube, ich schaffe es, wenn es sein muss. Okay. Na gut, ich will den Crucius-Fluch nicht lernen. Ich will den Crucius-Fluch lernen, aber du musst ihn an mir ausführen. Bring mir den Crucius-Fluch bei und ich führe ihn an dir aus. Ich will es lernen, aber ich will ihn nicht foltern. Ich nehme lieber den Schmerz auf mich. Ich will den Fluch lernen, aber ich will ihn nicht auf dich wirken. Du musst ihn auf mich anwenden. Ich werde das nicht vergessen. Okay. Falsch geschaut, aber wir haben es immer noch geschafft. Bereit? Ja, bereit. Geht es dir gut? Oh, ich dachte, es muss noch mal... Alles in Ordnung? Dieser Schmerz, er war entsetzlich. Aber ich werde es überleben. Los, weiter. Wir haben es geschafft. Das ist Salazar Slytherins Skriptorium. Wir sind hier. Unfassbar. Ja. Lumos. Slytherins Zauber. Zauberbuch. Dann haben wir hier eine Truhe. Unidentifiziert. Oh. Das Skriptorium von Salazar Slytherin. Handbuchseite. Ein geheimer und gut geschützter Ort unter Hogwarts, in dem Salazar Slytherin wohl viel Zeit damit verbracht hatte, verschiedene langfristige Pläne für die Schülerschaft zu machen und über Unstimmigkeiten mit den anderen Gründern nachzudenken. Rebellion. So, dann haben wir hier. Und was haben wir hier? Aufheben. So. Sebastian, Omenis. Hier drüben ist ein Buch. Hast du was gefunden? Ah, da unten. Geht nur vor. Sag mir, was drin ist. Ich laufe ein wenig herum. Darf ich mal sehen? Weg. So. Ich fürchte, wir werden nie zu einer Einigung kommen. Ich kann nicht einen einzigen von ihnen dazu bringen, auf die Vernunft zu hören. Ich hätte zu hoffen gewagt, dass Godrics Gedanken im Einklang mit meinen eigenen stehen, dass er versteht, warum das Kaliber des Schülers außergewöhnlich sein muss. Aber er ist der lächerlichen Vorstellung verfallen, dass Muggelstämmige irgendwie genauso fähig sind wie Reinblütige. Er war wütend, als ich meinen Unmut über seine Gedanken zu diesem Thema äußerte. Gedanken, die er noch nicht ausgesprochen hatte. Ich bin die Zwietracht leid und kann die Korridore voller unfähiger Kinder, die sich als Hexer und Zauberer ausgeben, nicht länger mit ansehen. Schweren Herzens weiß ich nun, dass ich von hier fortgehen muss.
Ich werde die Kreatur in ihrer Kammer im Tiefschlaf versetzen, bis sie von jemandem erweckt werden kann, der meine Ansicht teilt. Ein Nachkomme, der bereit ist, den Schaden rückgängig zu machen, den die anderen so leichtfertig angerichtet haben. Jemand, der die Schule von jenen befreien wird, die Hogwarts nicht würdig sind und die nur dazu dienen würden, mein Erbe zu befleckten. Okay, das ist ein Abschiedsbrief. Gut. Lumos und hey! Was meinst du? Sieht aus wie eine Art Zauberbuch. Das ist unglaublich. Das Eigentum eines Gründers von Hogwarts. Was für eine Ehre. Unglaublich, dass Ominous nie von seiner Tante und ihrer Entdeckung sprach. Was wirst du mit Slytherins Zauberbuch tun? Was ich mit jedem Buch tue? Es lesen. Mit Lehrern als Eltern gewöhnt man sich das schon früh an. Aber das kann ich noch später. Erst sollten wir diesen Raum erkunden. Atemberaubend. Ich will nicht gehen, aber ich stehe in eurer Schuld. Ohne euch beide hätten wir es nie so weit geschafft. Wir hatten Glück. Revelio. Sterben können. Wir dürfen so etwas nie wieder tun. Oh. Von Slytherin. Ja. Ich sehe einen Ausgang. Die beste Neuigkeit des Tages. Okay. Aber bevor wir dahin gehen. Da unten ist das so Crucio geschrieben. Revelio. Ich hoffe, wir haben nichts verpasst. Ich glaube nicht, ich habe ja oft genug Rebellion gemacht. So, raus mit uns. Ominous, deine Tante... Sebastian, bitte. Ich habe das vorhin ernst gemeint. Wir schwören uns jetzt, dass wir schwarze Magie und alles, was damit zu tun hat, nie wieder anrühren. Verstanden. Das mit deiner Tante tut mir wirklich leid, Ominous. Ich schätze, nach allem bin ich dankbar zu wissen, was mit ihr geschah. Danke. Okay. Wir können jederzeit zum Skriptorium gehen. Okay. Was Elfenkummer? Dann machen wir das hier. Das heißt aber, wir haben dunkle Künste. Ja, Crucio. Das könnte praktisch sein. Das hier, das bringt nicht viel. Das hier, vielleicht. Also das und das lernen. Das hier, mit dem Imperius-Fluch vielleicht. So. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Kriegen wir eigentlich Probleme, wenn wir... So, wenn wir einen unverzeihlichen Fluch anwenden? Also Probleme mit... wie zum Beispiel nach Azkaban geschickt zu werden? Ich glaube nicht, aber... Man weiß ja nie. Revelio. Hm.
So. Und da sind wir. Also, Dick. Schauen wir mal, was wir machen müssen. Dick würde gern mit Ihnen sprechen, wenn Sie kurz Zeit hätten. Gleich. Das einmal sammeln wir die Sachen ein. Okay, das können wir ja nicht, weil wir ja schon... Ich finde es schade, dass das nicht einfach weiter wächst und einfach dieses Zeug einsammelt. Okay, Maxima Trank ist voll. Wir sollten vielleicht mal ein paar Tränke verwenden während des Kampfes. Maxima Trank, was bringt das schon wieder? Okay, mehr Schaden. Fokustrank, Ablenkzeit, okay. Gut, dann reden wir mal mit Dick. Dick würde gern mit Ihnen sprechen, wenn Sie kurz Zeit hätten. Ja, hallo Dick. Professor Weasley sagte, du wolltest mir mehr über den Webstuhl erzählen. Oh. Hallo Dick. Professor Weasley sagte, du wolltest mir mehr über den Webstuhl erzählen. Hallo. Ja, Dick hat sich etwas überlegt. Er... Was ist das? Offenbar denkt der Raum, sie brauchen mehr Platz für Tierwesen. Wie Dick sagte, er hatte eine Idee. Dick weiß, wie sie die Kleidung testen können, die sie im verzauberten Webstuhl verbessert haben. Und vielleicht könnten sie dabei einem alten Freund helfen. Wie meinst du das? Ein Hauself namens Tops sammelt für seinen Meister in einer Höhle bei Hogwarts Blutegelsaft. Tops Meister lässt ihn nicht aus der Höhle und Dick weiß, dass es dort von Spinnen nur so wimmelt. Das klingt ja furchtbar. Ja, und Dick hat schon länger nichts von seinem Freund gehört. Die Kleidung aus dem Webstuhl hat vielleicht nützliche Verzauberungen. Dick dachte, sie könnten sie testen und nach Tops sehen. Okay, ich finde Tom. Wenn es mir weiterhelfen könnte, ich nach Tops sehen. Ich finde ihn. Ich verstehe. Überlass das mir, Dick. Ich finde Tops für dich. Oh, danke. Bitte sagen Sie, Dick, was Sie über Dicks alten Freund erfahren. Aha. Okay, bevor wir da hochgehen und uns das anschauen. Ja. Was Sachen haben wir entdeckt? Wir können Verbesserungen machen. Ich würde einfach Sachen. Also legendäre Sachen verbessern. Das ist klar zu meinen. Ich würde auf Max-Stufe warten, bevor wir Zeug verbessern. Tops Höhle sollte nicht sehr weit von hier sein. Dick hat den Ort auf ihrer Karte markiert. Ja, ja. Aber zuerst einmal gehen wir hier hoch. Revelio. Okay. Ich bin häufig keinen Kuss entfernen. Blablabla. Das Spezielle. Yeah.
Die sind weiblich und die sind männlich, aber hier haben wir einen weiblichen. Oh, das sind speziell. Und die zwei. Gut. Und zurück. Benennen, beschwören, freilassen, Menü. Okay. So. Gut. Dann kommen wir hier. So. Ich will das sammeln. So. Hier. So. Und auch die zwei. So. So, und hier. Wir haben gerade nichts zu futtern. Okay. So, hier wird's schön. Und so. So, und hier noch. Dann der Niffler hat doch nichts zu essen. Okay. So. So, dann schauen wir mal die. Okay. Gut, dann haben wir alle. Gut. Wenn wir das alles haben, dann gehen wir raus und ich würde sagen, wie ich gerade sehe, das war's für diese Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.